Während der Eröffnungsprozedur des ersten Champ-Car-Rennens auf europäischem Boden auf dem neuen Euro Super Speedway in der Lausitz. Insgesamt 150.000 Zuschauer sind hergekommen an den drei Tagen. Trotz teilweise miserablen Wetters am Renntag selbst hatte der Wettergott ein Einsehen. Aber natürlich die ganzen Geschehnisse waren überstrahlt von den schlimmen Ereignissen, den Terroranschlägen in Amerika. Und zunächst mal eine Schweigeminute aller Beteiligten. Aus Respekt in Erinnerung an die Opfer der Tragödie in den USA vom vergangenen Dienstag. Also sehr viel Mitgefühl. Es gab diverse Gedenkfeiern in den vergangenen Tagen. Auch hier am Samstag wurde also der Opfer gedacht. Deswegen hat der Eurospeedway Lausitz und Kart gemeinsam beschlossen, das ursprünglich German 500 genannte Rennen in The American Memorial umzubenennen. 1500 Gäste aus den USA, die natürlich Manfred logischerweise an ihr Land und an ihre Angehörigen, an ihre Familien gedacht haben. Der letzte, der es gerade noch hierher geschafft hat, war Michael Andretti, der am Freitag früh erst hier in der Lausitz eingetroffen ist. Ja, diese Bilder zeigen, unter welcher Belastung, in welcher Stimmung hier dieses erste Ovalrennen in Deutschland stattgefunden hat. Die Ereignisse in Amerika haben diesem Rennen sehr stark den Stempel aufgedrückt. Gallantly streaming, and the rocket's red glare.
eine mutige Version, Manfred, der amerikanischen Nationalhymne etwas frei interpretiert. Auch die Deutschen haben natürlich ihr Teil dazu beigetragen. Der Chor der Kohlmänner aus dem benachbarten Brieske hat vorher die deutsche Nationalhymne gesungen. Und wir kommen gleich zum Sportlichen nach einer kurzen Pause hier bei uns bei Eurosport. Zurück mit der FedEx Car Championship, dem US-Pendant zur Formel 1 bei der Europa-Premiere auf dem Eurospeedway in der Lausitz. Riesenspektakel in jedem Fall, natürlich mit sehr stark amerikanischem Touch. Das Rennen auf dem 3,25 Kilometer langen Oval, zunächst mal von Wetterkapriolen beeinträchtigt. Es kam nicht zu einem Zeittraining, nur eine zweistündige freie Trainingssitzung war auf dieser brandneuen Rennstrecke möglich am Freitag. Aber trotzdem, Manfred, alle Fahrer waren voll des Lobes. Die Strecke hat sich als sensationell erwiesen. Sie ist schnell, Geschwindigkeiten zwischen 335 und 340 km/h wurden praktisch schon im freien Training erreicht. Es gab keinen Abflug und alle Fahrer waren des Lobes voll über diese Strecke, die einen unglaublich ebenen Fahrbahn belag, die drei interessante Kurven hat und wirklich hervorragend befahrbar ist. Also der Eurospeedway Lausitz hat von den Ovalexperten aus Amerika nur Lob erfahren. Ja, und die sind einiges gewöhnt und sind sicherlich auch anspruchsvoll, denn in den letzten Jahren wurden ja eine Menge große neue Rennstrecken in den USA, auch in Japan, aus dem Boden gestampft. Alle Vergleiche hat der Eurospeedway nicht nur gehalten, sondern übertroffen. Es ist ja ein 5-Jahres-Vertrag zwischen der Speedway GmbH rund um Geschäftsführer Hans-Jörg Fischer und der Champion Card Rennsee. Und alle Fahrer waren froh, hierher nach Deutschland zu kommen, hier endlich fahren zu können. No Limits auf dem Helm und auf den Seitenkästen des Monan-Fahrers Toni Kanaan. Ja, und daran hat er sich im freien Training auch gehalten, denn er war der Schnellste mit einem extrem hohen Rennschnitt von 346. Aber Manfred, die Startaufstellung erfolgte dann nach der Absage des Zeittrainings nach dem Stand in der Meisterschaft. Und das bedeutet, dass der Tabellenführer Gilles Defer und mit der Startnummer 1 der Vorjahresmeister vom ersten Startplatz ins Rennen gehen wird. Und die beiden Schnellsten der freien Trainingssitzung, eben nämlich Toni Kanaan und Alex Zanardi, nur von Platz 10 respektive von Platz 22 das Rennen werden aufnehmen können. Bei einem Langstreckenrennen auf einem Superspeedway, und das Rennen geht ja über 500 Kilometer, ist die Startposition allerdings von untergeordneter Wichtigkeit. Immerhin haben sich die Monan-Fahrer Toni Kanaan, Alex Zanardi natürlich schon ein bisschen geärgert. Sie hätten natürlich gerne den Punkt für die Pole Position kassiert, und aus der ersten Reihe zu starten ist immer schöner als aus dem hinteren. Aber wie gesagt, Aufstellung nach dem Meisterschaftsstand, und das bedeutet 3-1 für Gilles de Ferran und den Schweden Kenny Breck. Ja, und Kenny Breck, Manfred, hat unheimlich viele schwedische Fans hierher gebracht. Wir haben es auf der Haupttribüne gesehen. Die haben wirklich früh Flagge gezeigt. Und dahinter Helio Castroneves und Michael Andretti, der diesmal ohne Vater Mario auskommen musste, der zu Hause in den USA geblieben ist. 3-3, Dario Franchitti und Scott Dixon für Dario, den Schotten. Die letzte Chance im Kampf um die Meisterschaft, doch noch an Bord mitreden zu können, vor 14 Tagen in Vancouver. Keine Punkte. Wir gehen jetzt schnell die weiteren Reihen durch, haben aber bestimmt im Verlauf des Rennens noch genügend Gelegenheit auf die einzelnen Fahrereien zu gehen. Wichtig, Manfred, die Blues Brothers, das Foresight-Team, sehr stark im letzten Rennen, sowohl Patrick Carpentier wie Alex Tagliani, wenn auch ohne Glück. Und einen Debütanten haben wir hier, der sein Champ-Car-Debüt geben wird, nämlich Townsend Bell, der Führende in der Indy Light-Rennserie, dem US-Pendant zur Formel 3000, fährt ein drittes Auto von Pat Patrick Racing. Hier haben wir ihn im Bild, weil er in der Meisterschaft noch keine Punkte geholt hatte, muss er als Letzter, als 27. ins Rennen gehen. 26 Jahre alt ist Townsend Bell und er gilt als ganz großes Talent. Und ich glaube, Stefan, zu Recht, denn vorzeitig die Indy Light-Serie schon für sich zu entscheiden, das ist eine Empfehlung. Und ich finde es toll, dass Teamchef Pat Patrick ihm hier ein drittes Auto für dieses Rennen in Deutschland zur Verfügung stellt, und gerade hier ein Rennen in Deutschland, auf das hier alle so gespannt waren, und da kann dieser junge Mann also auch mit tun. Deutschland, in einer Woche dann England, Rockingham, ein völlig neuer Markt, eine Riesenchance für die Champcars, so sie sich mit einem spektakulären, spannenden Rennen präsentieren. 154 Runden Renndistanz, das Verbrauchsfenster etwa zwischen 34 und 40 Runden, je nachdem, ob es Gelblichtphasen gibt, das heißt Phasen, in denen Benzin gespart werden kann. Die Witterungsbedingungen, endlich ist es am Trocken am Rennsamstag, äußere Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad, ein leichter Wind, also eigentlich ideal für die Fahrer, für die Autos und für die Motoren. Endlich, muss man sagen, denn während der Trainingstage hat es fast durchgehend geregnet. Der Renntag hat alles
ausgeglichen. Große Kulisse hier, große Erwartungen an diese Serie und, das kann man jetzt schon sagen, diese Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Ein historischer Moment, grüne Flagge und damit der Start zum American Memorial 500 auf dem Eurospeedway in der Lausitz hinein, in Turn 1. Und Kenny Breck mit einem sehr, sehr guten Start, unterstützt natürlich von den vielen Skandinavien, vielen Schweden, die hergekommen sind. Unterstützt jetzt hier aber auch Manfred, der dreifache Saisonsieger von Teamchef Bobby Rahal, der nach dem Feuern bei Jaguar, dort wurde er von Niki Lauda ersetzt, nun sich wieder auf die Sachemka-Team konzentrieren kann. Und er würde liebend gern zeigen, dass er nun nach dem schlechten Abschneiden der Formel 1 hier bei Sachemka durchaus in der Lage ist, ein erfolgreiches und siegreiches Team zu führen. Ich glaube, dass die Anwesenheit von Bobby Rahal seinem Team auch wirklich hilft. Man kann sich in diesem Spitzensport nur auf eine Sache konzentrieren, sei es Formel 1, sei es Champ-Car-Rennen. Also Bobby Rahal wieder zurück und seine Fahrer Kenny Breck und auch Max Pappis hier am Eurospeedway gut disponiert. Bereits bei der Aufholjagd Alex Zanardi, der seinen Abstecher ja von den Champ-Cars zurück in die Formel 1 wirklich bereut hat. Da hat es überhaupt nicht funktioniert im Williams-Team. Dann hat er im letzten Jahr komplett aussetzen müssen, hat sich lange überlegt, ob er ein Comeback startet. Hat es jetzt gemacht mit einem alten Ingenieur und jetzt Teambesitzer Monan, dort Teamkollege von Toni Kanaan. Aber die Ergebnisse in diesem Jahr bisher waren noch nicht so toll. Das ist so, aber die beiden Monan-Fahrer, die das freie Training hier dominiert hatten, die haben diese Leistung auch im Rennen bestätigt. Beide haben sich während der ersten Phase des Rennens nach vorne geschoben. Schritt für Schritt, Toni Kanaan ebenso wie Alex Zanardi. Und wir müssen sagen, gerade Alex Zanardi haben wir die ganze Saison über noch nicht so stark gesehen wie hier auf dem Eurospeedway. Spitzenreiter seit dem Start, Kenny Breck im gelb-weißen Auto mit Shell-Aufschrift, der Schwede also, der sowieso zwei Drittel seiner bisherigen Punkte auf Ovalen erzielt hat. Also da liegt offenbar seine Stärke. Da hat das Rahal-Team eine prima Abstimmung gefunden. Breck führt vor Michael Andretti, vor Gilles de Ferne, vor Helio Castroneves im zweiten Penske und vor Dario Franchitti. Und der ist jetzt dran am Heck vom Spider-Man. Angriff von Dario Franchitti, nochmal abgewehrt von Helio Castroneves. Ganz enge Rad-an-Rad-Kämpfe hier, unglaublich dichtes Auffahren bei Geschwindigkeiten um 350 Stundenkilometer. Also die Aerodynamik, die sie ausgetüftelt haben für diese Rennstrecke, die hat toll funktioniert. Es wird ja bei den Hochgeschwindigkeitsrennen für jede Strecke ein bisschen modifiziert an den Flügeln, am Abtrieb der Fahrzeuge. Also hier hatten sie ein tolles Setup gefunden. Ja, und die Rennstrecke, Manfred, inzwischen mit entsprechend Gummi auf der Asphaltoberfläche, sehr breit, sehr eben und mit wenig Überhöhung in den drei Kurven dieses Triovals, bedeutet, man kann unterschiedlichste Linien fahren, wie wir auch immer wieder sehen konnten im Rennen. Das ist der Schlüssel für aufregende Rennaction. Man kann gut überholen, man kann nebeneinander fahren. Wir haben Autos zu dritt nebeneinander hier gesehen und dennoch ist niemand abgeflogen. Also dieses Oval ist wirklich eines der besten, glaube ich, das es auf dem ganzen Circuit gibt heute in der Welt. So, wir machen einen Sprung und zwar hinein in die 39. Runde und Kenny Breck immer noch an der Spitze, aber jetzt wird es langsam knapp mit dem Benzin. Wir haben gesagt, Verbrauchsfenster zwischen 35 und etwa 40 Runden und da kommt er rein. Der Schwede als Leader, noch keine Gelblichtphase, auch manchmal im freien Training, nicht ein einziger Dreher, kein Crash in die Mauer, auch das spricht A für die Qualität der Rennstrecke und B aber auch für die Disziplin der Fahrer. Unbedingt, also das ist eine ganz hochkarätige Truppe hier in der Champ-Car-Meisterschaft, die brauchen nicht lange, um auch ein neues Oval in den Griff zu bekommen. Sie hatten ja vor Wochen Alex Barron rübergeschickt als Botschafter, der hat die Basisdaten gesammelt hier bei Testfahrten und das, was er heimgebracht hat, das war wohl genau das Richtige, was man hier braucht. Und jetzt der Pitstop von Kenny Breck, der ist einer der letzten Tank, der blieb fast am längsten draußen mit über 40 Runden, hat sich also in seinem Benzinfenster schon einen kleinen Vorteil verschafft. Ja, lange ist er draußen, wie ein Risiko zu beginnen. So genau kann man den Verbrauch ja gar nicht berechnen. Die Gefahr war also gegeben, dass er durchaus gleich ohne Sprit hätte ausrollen müssen. Und wir sehen wieder Turn 1 und wir sehen wirklich in der Tat sehr, sehr gut besetzte Tribünen. Es ist auch viel vom Veranstalter gemacht worden, um die Zuschauer zu unterhalten. Vor allem ganz wichtig, Manfred, die kamen ran an ihre Fahrer, die kamen ran an die Heroen. Es gab sowohl am Donnerstag wie auch am Freitag jeweils eine Autogrammstunde für alle Zuschauer im Fahrerlager. Da konnte man auch mit den Fahrern reden, ein paar Fotos machen. Das haben wir in der Formel 1 nicht und hier hat Bruno Jean Quera nicht aufgepasst beim Überrunden.
Er wäre gerade eine Runde zurück gewesen und unglaublich Glück für Kenny Bragg, der zwar die Führung an Patrick Carpentier verliert, aber nicht das Auto verliert, nicht die Mauer knallt, eine artistische Einlage, aber ich glaube, ein bisschen Glück hat er dabei auch gehabt. Da braucht man viel Glück, denn wenn ein Auto bei 300, 350 querschlägt, dann ist es eher die Ausnahme, dass man es wieder fängt. Kenny Bragg, der Leader zu dem Zeitpunkt, hat wirklich Glück gehabt. Bruno Janquera war der Übeltäter, er hatte nicht aufgepasst und hat den Schweden hinten berührt. Und dann kam es zu diesem Dreher. Also Bragg ist wieder im Rennen und auch sein Auto scheint ordentlich zu funktionieren. Er kann noch gutes Renntempo gehen. Sofort natürlich die Rennleitung reagiert. Wir sehen es noch einmal. Es ist jetzt nochmal ein Replay. Da sehen wir, wie Janquera erst die Tür aufgelassen hat, dann zumacht. Und jetzt ist er nur noch Passagier. Da kann er nur hoffen, auf dem noch nassen, feuchten Gras, nach den Regenfällen der letzten Tagen, unglaublich, dass es gut gegangen ist, spricht aber Manfred dann auch für die Qualität der Fahrzeuge, die ja nicht so filigran gebaut werden müssen wie die Formel 1, dürfen ja 700 Kilogramm wiegen. Da ist alles ein bisschen stabiler ausgelegt. Also der erste große Schreckmoment und nun ist Toni Kanaan bei der Jagd nach vorne schon am Heck von Kenny Bragg. Erste Gelblichtphase also längst beendet, die hat auch nur kurz gedauert. Und das Auto von Kenny Bragg geht immer noch hervorragend. Patrick Carpentier unten am Bildrand gerade gesehen, im blau-weißen Auto der Spitzenreiter. Aber jetzt geht es um Platz 2. Toni Kanaan also von Platz 10 losgefahren, schon auf Platz 3 und ähnlich gut unterwegs. Manfred, der 22. der Startaufstellung, der Monan-Teamkollege von Kanaan, nämlich Alex Zanardi. Die deutschen Fans waren beeindruckt von dem Angriffsgeist, den diese Fahrer hier zeigen. Da lässt keiner nach. Sie kämpfen über die ganze Distanz um jeden Meter Boden. Das hat imponiert und hier packt es. Toni Kanaan überholt Kenny Bragg, übernimmt die Spitze und wie gesagt, keine Überraschung. Er war derjenige, der das Training dominiert hatte. Und, du hast es gesagt, nicht weit hinten folgt ihm Alex Zanardi ebenfalls in einer sensationellen Fahrt. Zeitweilig das schnellste Auto im Feld. Die Monan-Autos rücken vor. Schritt um Schritt, Position um Position. So, also nun wieder ein Sprung im Rennen. Und da sehen wir, dass Alex Zanardi in der Tat jetzt ganz nach vorne gekommen ist, sich kurz zuvor Michael Andretti zurechtgelegt hat, an dem vorbeigegangen ist. Und auch der zweite der Blues Brothers ist noch mit dabei. Zanardi also auch jetzt auf Platz 4, Andretti Fünfter. Aber ganz wichtig für Michael Andretti, der in den letzten Rennen immer sehr schlecht im Training war, aber seine Racecraft, seinen Kampfgeist im Rennen und seine viele Routine hat ausspielen können. Im Rennen, gerade bei den letzten 3 Champ-Car-Rennen, regelmäßig Punkte gesammelt, immer in den Top 5, deswegen momentan eben auch Vierter in der Meisterschaft. Und jetzt ist Manfred bald wohl ein Platz, ein Kampf um Platz 1 fällig. Noch Carpentier vorne, der das letzte Rennen auf einem Super Speedway, auf dem Michigan Speedway, nämlich das US 500 im Juli, hat gewinnen können. Aber er fährt ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und da ist einer draußen, nämlich Tora Takagi im Derek Walker Auto, der bisher hier eine fabelhafte, erstaunlich fehlerfreie Leistung gezeigt hatte. Und wie sich herausstellen sollte, war das hier kein Fahrfehler. Auch er ist ein bisschen geschubst worden. Er ist geschubst worden von keinem anderen als wiederum Bruno Junquera, der also sich zweimal ein bisschen verschätzt hat mit dem Abstand zu seinem Gegner. Takagi erstaunlich stark, so haben wir ihn eigentlich noch kaum gesehen. Und wir haben gesagt, da wird seinem Teamchef Derek Walker wohl das Herz stehen geblieben sein. Denn Tora ist schnell, aber er neigt auch dazu, immer wieder mal abzufliegen. Hier haben wir es gesehen. Takagi wird berührt und hat Glück, dass er nicht an der Mauer anschlägt. Endet im Gras, kann weiterfahren und auch sein Auto unbeschädigt. Er kann das Rennen fortsetzen. Hervorragende Haltungsnoten in der B-Wertung für den künstlerischen Eindruck. Also da waren wir knapp dran an 5,8. 5,9, zweite Unterbrechung hier und dadurch zunächst mal Carpentier noch der Spitzenreiter bei diesem American Memorial 500 auf dem Euro Speedway in der Lausitz. Zurück zum Europa-Debüt der FedEx Car Championship, heiß umkämpft in diesem Jahr. Noch mindestens 8 Fahrer haben realistische Chancen, Meister zu werden. Und es stehen nur noch wenig Rennen auf dem Programm. Jetzt zunächst mal hier also in Deutschland der 15. von 21 Läufen. In einer Woche geht es dann in Rockingham in England weiter. Auch dort gilt es Punkte zu sammeln. Zweite Neutralisation ausgelöst durch den Rammstoß von Bruno Janquera ins Auto von Tora Takagi, die aber weiterfahren kann. Carpentier vorne. Dann Kanaan und Kenny Bragg auf 2 und 3 und Alex Zanardi im zweiten Monan-Auto, der Italiener von Platz 22, jetzt schon auf Platz 4 nach vorne gefahren.
Und hier bereiten sie sich vor auf den Neustart in der 86. Runde nach der Gelbphase, die der Dreher von Tora Takagi ausgelöst hatte. Gleich geht es wieder weiter unter Grün. Ein bisschen zurückgefallen inzwischen die beiden weiß-roten Autos von Penske Racing, die eigentlich hier sehr stark eingeschätzt worden waren, nämlich Gilles de Ferran, der Tabellenführer, und auch Helio Castroneves, ähnlich wie Kenny Breck, der bereits dreifacher Saisonsieger und Sieger des 500-Meilen-Rennens von Indianapolis. De Ferran inzwischen auf Platz 7 zurückgefallen, Helio Castroneves noch weiter zurück und der Neustart und gleich der erste Versuch eines Angriffs von Alex Zanardi, der auf Platz 4 liegt. Dann der zweite, der Blues Brothers aus Kanada, nämlich Alex Tagliani, so sehr im Pech vor 14 Tagen in Vancouver, lange Zeit vor heimischem Publikum geführt, dann mit Motorschaden ausgefallen. Sechster, erstaunlicher Sechster, Oriol Servia, der Katalan in seinem zweiten Champ-Karriere in einem kleinen, unterfinanzierten Team, mischt hier die Großen, die erfahren die Stars richtig auf. Siebter, ich habe es gesagt, Ferran, und Achter, Paul Tracy im zweiten Auto des Team Greens. Paul Tracy, der hier der Ferran angreift, dicht an seinem Heck hängt. Die drei Kurven des Eurospeedway können auch für Spitzenzeiten im sechsten Gang durchfahren werden, also im Spitzengang. Aber im Rennverkehr, da schalten die Piloten meist runter. Dann können sie besser abziehen aus der Kurve heraus. Allerdings sind die Schaltmanöver bei dem Tempo und bei 15.000 Motorumdrehungen nicht gerade balsam fürs Getriebe. Und wenn man gleichmäßig Fahrt hat, freie Fahrt, dann lässt man gerne den Sechsten drin und versucht eine sehr rhythmische Runde zu fahren. Trotz der vielen Kämpfe und dadurch des vielen Schaltens gab es wie üblich in der Champ-Car-Rennen sehr wenig Ausfälle. Die Autos nicht annähernd so anfällig und filigran wie in der Formel 1. Und Kenny Breck nun also mit dem Blick ganz ehrlich dick in den Rückspiegel, den Format füllend, ist da Alex Zanardi zu sehen. Der Meister ja von 97 und 98, damals der große Publikumsliebling hier und der Donut-König. Hier geht es um Platz 3 und 4. Breck jetzt noch Dritter. Zanardi, der als 22. gestartet war, jetzt schon auf der vierten Position und er schiebt sich näher und näher an den Schweden heran. Am Renntag insgesamt 90.000 Zuschauer, die begeistert waren, ob der spektakulären High-Speed-Show. Und auch vorne geht es ans Eingemachte, nicht nur Gerangel um Platz 3, auch nun ein Kampf auf Biegen und Brechen um die Führung in diesem Rennen. Carpentier noch vorne, spürt aber bereits den Atem von Toni Kanaan, der die Nase schon fast ins Getriebe steckt, des Fahrers im weiß-blauen Auto. Carpentier, der dem sein Debütsieg also in diesem Jahr gelungen ist, auch Tagliani eigentlich schon längst reif für den ersten Sieg, der ehemalige Fahrer aus der Formel Atlantik. Vielleicht haben wir einen weiteren Sieger. Bisher, Manfred, in den bisherigen Rennen haben wir 10 verschiedene Siege in der Champ-Car-Rennserie gehabt. Das zeigt, wie ausgeglichen das Feld ist. So, und hier kommt Zanardi. Jawohl, Angriff auf Kenny Breck, erfolgreich. Zanardi jetzt Dritter, Breck Vierter. Und das, wir sollten es nochmal sagen, von Startplatz 22. Aber nun, das Windschattenfahren. Hier der Konter. Zum Super Speedway fahren. Hier der Konter von Kenny Breck. Er packt wiederum Alex Zanardi. Aber der hat sich natürlich jetzt richtig verbissen. Der bleibt jetzt auch dran am Schweden. Und erstaunlich, wie nahe sich die Autos kommen können. Also sie fahren hier durchweg zwischen 300 und 350 Stundenkilometer. Das aerodynamische Setup passt hervorragend zu dieser Strecke. Die Autos bleiben stabil, auch wenn sie sich nahe kommen. Und ähnlich eng wie im Kampf um Platz 3 geht es jetzt vorne zu. Und da ist er im Windschatten, Toni Kanaan. Carpentier versucht zickzack zu fahren, um den Brasilianer aus dem Windschatten rauszukriegen. Zunächst mal gelingt es auch noch auf diesem Teilstück. Ja, er ist Kampflinie gefahren, damit Kanaan gar keine Möglichkeit hat, hier zum Überholen anzusetzen. Aber... Und Funkkontakt mit dem Spotter oben auf dem Dach der Haupttribüne. Das zweite Paar Augen, das die Champ-Car-Fahrer natürlich brauchen, um dann eben auch aus der Vogelperspektive noch extra Informationen zu bekommen. Zwei Zweierpakete, also ganz dicht beieinander auf den ersten vier Plätzen. Dann Alex Tagliani oben am Bildrand auf Platz 5 und 6. Inzwischen der zweite Fahrer des Bobby Rahal Teams, Max Pappis. Und der Italiener Manfred Max Pappis hat noch keinen Vertrag fürs nächste Jahr. Den muss ich noch ein bisschen eindrücklich in Erinnerung fahren. Ja, und
Bobby Rahal ist auch ganz schön böse auf ihn, denn es lag wohl mehr an Max, dass er sich schon zweimal mit seinem Teamkollegen Kenny Breck verhakelt hat. Das gab jeweils 0 Runden für das Rahal-Team und das gefällt einem Teamchef naturgemäß nicht so gut. Also hier, diese Zweierpakete kämpfen verbissen. Vorne Carpentier und Canaan, dahinter Breck und Zanardi. Und immer dichter schließt auf Alex Taliani, der zweite der Blues Brothers. Das Players-Team aus Kanada wieder ganz stark jetzt im Verlauf der Saison, nachdem sie nach dem Unfall von Greg Moore einen richtigen Durchhänger hatten. Und hier Zanardi, neuer Angriff auf Breck und es passt, neuer Dritter, der Italiener Zanardi. Kenny Breck hier mit dem großen schwedischen Anhang auf den Tribünen, jetzt Vierter. Und Manfred Durchtüren 3, da ist der Alex absolut vollgefahren. Wir haben gesehen, wie er gleich eine Menge Fahrzeuglängen Vorsprung hatte. Das Auto offenbar prima ausbalanciert. Wir brauchen wirklich ein neutrales Auto, Manfred, bei diesen Rennen. Und da die ersten zwei sich streiten, könnte lachender Dritter sein, Zanardi im Windschatten jetzt von Carpentier. Die ersten drei sind mit einem Taschentuch zuzudecken, nur Tausendstel von Sekunden getrennt. IndyCar fahren vom Allerfeinsten. Carpentier noch vor Toni Canaan und Zanardi. Und wieder auf die Start- und Zielgerade vorbegeisterten 90.000 Zuschauern. Und jetzt der Angriff von Toni Canaan. Jetzt ist er vorbei. Und gleich hängt sich Alex Zanardi an das Getriebe des Players-Autos. Jetzt. Ah. Jawohl. Turn 2. Zack. Auch Zanardi vorbei. Nunmehr Zweiter. Carpentier, der so lange geführt hat, auf dem dritten Platz und hinter ihm schon Kenny Breck und auch er greift an, auch Breck vorbei. Carpentier nur noch Vierter, also hier hat er einige Plätze verloren, aber das will nicht heißen, jetzt hängt er sich mal an die Spitze und lässt die anderen hier den Windschatten machen. Ja, man muss Manfred nicht unbedingt bei einem solchen langen Rennen über 154 Runden jede Runde führen. Gerade bei den Rennen auf Super Speedways kommt es ja darauf an, das Material und sich selber zu schonen für die entscheidende Schlussphase. Es gilt nur im Verlauf des Rennens, nicht in Rundenrückstand zu geraten. So ist es. Bleib mit dem führenden Auto in der gleichen Runde, dann hast du alle Chancen. Das ist das Motto für die gesamte Renndistanz. Erst am Ende, da muss man um die Position kämpfen, die wir hier aufgelistet sehen. Toni Canaan vor Alex Zanardi, Kenny Breck, Patrick Carpentier, dann sein Teamgefährte Alex Taliani, Max Pappis, der zweite Rahal-Fahrer auf Platz 6. Die zweite Rennhälfte also inzwischen eingeläutet worden, aber jetzt wird es wieder eng mit dem Sprit. Und da kommt Toni Canaan nun rein. Wollen wir sehen, ob auch diesmal Kenny Breck wieder wird am längsten draußen bleiben können. Drei Boxenstopps, Manfred, in jedem Fall Auftankstopps notwendig. Die Frage ist, müssen am Ende noch mal einige zu einem ganz kurzen Auftankstopp reinkommen oder kann man sich den sparen? Ja, jetzt wird es wirklich spannend. Jeder muss seine Strategie suchen und da ist als große Unbekannte immer die Frage, wird es noch eine Gelbphase geben oder geht das hier unter Grün zu Ende? Denn wenn man im Renntempo fährt, da braucht man annähernd das Doppelte von dem, was man bei langsamerer Fahrt etwa verbraucht. Ein völlig offenes Rennen. Man kann zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch keine Prognose stellen, wer hier am Ende die Nase vorn haben mag. Also, der Leader Canaan hat getankt, geht wieder raus ins Rennen in der 107., 108. Runde. Und hier kommt Alex Zanardi, sein Teamgefährte, der bis dahin zweitplatzierte. Wir sehen Manfred auf dem Super Speedway fahren die ganz, ganz kleinige Flügelchen nur vorn, die sogenannten Trimflossen. Also anders als in der Formel 1, das sind nicht die großen Schaufeln. Auch der Heckflügel, sehr klein, das sieht man, wie du richtig sagst, das sind eigentlich mehr Trimflügel, um eine Balance, eine aerodynamische Balance herzustellen. Und da geht Alex wieder raus mit einem Burnout der Hinterräder. Das bringt Temperatur in den Gummi und es macht auch immer was her. Und prima, wie wir hier auch sehen können, auch die Breite der Boxengasse, auch da ist wirklich an alles gedacht worden. Der Eurospeedway, die Verantwortlichen standen über Jahre in Kontakt mit den Kart-Offiziellen. Ein Kompliment den Erbauern des Eurospeedway, das kann man jetzt schon sagen. Die Strecke produziert dramatische Rennen, vor allem auch wegen der geringen Kurvenüberhöhung, wegen der großen Breite. Gesagt, sie ist auch sehr harmonisch zu fahren, hat einen ganz, ganz ebenen Belag, was bei diesen Extremgeschwindigkeiten auch ein wichtiger Faktor ist. Und hier führender wieder Kenny Breck, der Schwede, der schon nach dem ersten Drittel der Saison wie der Meisterschaftsfavorit aussah. Jetzt sind sie alle drin, hier auch heiße
Rennen in der Boxengasse. Und jetzt kommt Kenny Breck. Kenny Breck, der wieder mal sehr lang gewartet hat. Deutlich länger als Kanaan und als Zanardi. Die haben also ganz offenbar einen prima Verbrauch im Team von Bobby Rahal. Kenny Breck, Manfred, ein Spezialist für Ovalrennen, hat ja auch das Indy 500 schon mal gewonnen. So ist es. Also in den Ovalen ist der Schwede ganz besonders stark. Ein mental sehr starker Fahrer, hochkonzentriert, hat auch den Instinkt für die Big Moments im Rennen. Also er ist schon ein Winner und es würde niemanden überraschen, wenn er hier in dieser seiner ersten Champ Car Saison sogar Meister werden könnte. Hier sollte aufpassen, A, ist das Auto natürlich jetzt voll getankt, B, sind die Reifen noch kalt, denn anders als in der Formel 1 bei den Champ Cars Reifenwärmer nicht erlaubt. Oriol Servia drin, der die Großen nach wie vor ärgert, immer in den Top 10 sich hält. Eine hervorragende Leistung des Sohnes der Wüstenrennlegende à la Dakar von Salvador Servia, der sich inzwischen natürlich aufs Management der Fahrerkarriere seines Sohnes konzentriert. Abreißvisier runter, damit er freie Sicht nach vorne hat. Bei der Rausfahrt aus der Box 80 Meilen pro Stunde das Speedlimit in der Boxengasse. So, und da wird einer langsamer. Da gibt es wohl das erste größere technische Problem und das ist Dario Franchitti. Der Mann, der auf Platz 5 in der Meisterschaft lag, aber punktemäßig schon deutlich zurücklag. Er hätte hier ganz vorne sich platzieren müssen. Jetzt ein Ausfall, das ausgerechnet vor dem Heimrennen in einer Woche in Rockingham, England. Ja, nicht nur ein Heimrennen, sondern ein Schlüsselrennen für seine Position in Meisterschaften. Wir sehen es, Überdruck im Kühlsystem, Wasser wird rausgedrückt. Ende für Dario. Und hier sehen wir ganz deutlich dieses Hans-System, dieses Schutz- und Unterstützungssystem für Hals, Nacken und genau. Hals. Vorschrift bei den Indycars, Manfred, in der Formel 1 wurde es auch schon getestet. Da hat es sich noch nicht durchgesetzt. Es setzt sich mehr und mehr im NASCAR-Sport durch. Nach den tödlichen Unfällen in den letzten Monaten, letzten 14 Monaten gab es ja 4 Tote. Vor allem natürlich ein Riesenschock für die Motorsportgemeinde in den USA, der Tod der Legende Dale Earnhardt im Februar dieses Jahres. Michael Andretti, jetzt der Spitzenreiter, und das zeigt wieder einmal, auch wenn er kein optimales Auto für eine schnelle Runde im Qualifying hat, im Rennen kommt ihm die Routine von über inzwischen 13 Champ-Car-Jahren zugute. Auch er, Manfred, 93er Mal in der Formel 1. Auch das hat nicht richtig funktioniert. Er ist ein bisschen wie ein geprügelter Hund zurückgekommen hier in die USA. Hat auch ein, zwei Jahre gebraucht, bis er wieder zur alten Form gefunden hatte. Jetzt ist er bei der Alte. Hat durchaus noch Meisterschaftsambitionen. Hat das Team ja gewechselt nach vielen Jahren bei Newman Haas. Nun in einem dritten Auto des Team Greens. Michael Andretti ist kein Künstler im technischen Abstimmen seines Autos. Und das hat ihm sicherlich auch sehr geschadet. In Formel 1, wo das ja ein ganz wichtiger Teil des Rennfahrens ist. Und hier sind wir unterwegs mit Scott Dixon vom PacWest-Team, der jüngste Fahrer im Feld aus Neuseeland. Und das kann man sagen, das ist einer der ganz, ganz starken Newcomers. Hat seinen Teamgefährten Maurizio Guselmin, einen Veteran, gleich in den Griff gekriegt. Er konnte aufgrund einer Magenverstimmung überhaupt nicht trainieren hier. Hat nur das morgendliche Warm-up am Renntag gefahren und mischt gleich richtig mit hier im vorderen Drittel des Feldes. Scott Dixon, einer der wirklich starken Newcomers. Schnellste Rennrunden jetzt aus dem Ärmel geschüttelt von den beiden Monan-Fahrern. Und da Alex Zanardi nun im Tiefflug um die Rennstrecke überrundet Max Wilson. Wir sehen gleich, wie viel Abstand er gewinnen kann. Das Selbstvertrauen, so haben wir den Eindruck, kommt so langsam zurück. Er lässt das Auto richtig fliegen und er lässt es auch laufen, Manfred. Man sieht ganz wenig Korrekturen bei ihm, genau so, wie man es machen muss. Er hat eine Bombenabstimmung gefunden, aber sein zweiter Platz im Training hier, der hat ihn ganz deutlich motiviert. Er ist gut aufgelegt, er fährt schnell, aggressiv, er lässt wirklich fliegen. Ja, und jetzt ist er der Spitzenreiter, denn Andretti musste auch inzwischen zum Auftanken an die Box. Ja, das kommt eine ganz wichtige Phase, denn Kenny Breck, der hat jetzt eine Kraftstoffladung, die er unter Umständen bis ins Ziel bringen könnte. Das muss aber nicht so sein. Also einige fangen jetzt schon an, die Runden zu zählen und auch zu zittern um den Kraftstoffverbrauch. Jetzt ist die Phase, wo Strategien ausgeklügelt und kalkuliert werden. Denn in der Endphase des Rennens spielt der Verbrauch eine ganz maßgebliche Rolle.
ziehen lassen im Windschatten ist immer gut, ist immer ein bisschen sparsam, aber die Rundenzeiten zeigen, ganz offensichtlich bei Monant ist man sicher. Man muss einen letzten Boxenstopp nochmal einlegen, man muss nochmal reinkommen, der Sprit reicht in keinem Fall, selbst wenn man den Motor auf mager stellen würde. Nach unserer Kalkulation wäre es allenfalls Kenny Breck, von denen die vorne fahren, der es ohne Pitstop noch schaffen könnte. Die anderen, meine ich, müssen nochmal rein. Mike Landretti jetzt auf Platz 7, hat viel Benzin an Bord, aber er ist nur Siebtplatzierter. Die heiße Schlussphase eingeläutet bei der Europapremiere der ultraschnellen FedEx Kart Championship hier auf dem Eurospeedway in der Lausitz. Die ersten zwei, Alex Zanardi und Toni Kanaan, müssen wohl noch mal rein zum Auftankstopp. Bei dem dritt-, viert- und fünftplatzierten bei Kenny Breck, Max Papis und Carpentier sind wir nicht ganz so sicher. Die 140. Runde also absolviert. Wir haben nur noch 13 Runden zu fahren. Hier haben wir nun die Abstände seit dem letzten Boxenstopp bei Alex Zanardi in Runde 107. Toni Kanaan sogar noch einen Umlauf vorher drin gewesen. Also dort dürfte der Tank ziemlich leer sein und Manfred, so ein Führungsgefühl von Alex Zanardi, das hat er schon lange nicht mehr erleben dürfen. Nein, es ist eine ganz neue Erfahrung für ihn nach einer langen Durststrecke. Die Monan-Autos bestätigen die Leistung des Trainings, dominieren hier wirklich, sind die schnellsten Autos im Feld und es dominieren auch die Honda-Motoren, aber auf den nächsten vier Plätzen fort. Gleichstand in der Motorenleistung, das können wir wieder einmal sagen. Und dies hier ist das Rennen der Hondas und der Fords. Toyota hat im Moment kein Auto unter den ersten fünf. So, und da kommt jetzt der erste rein. Er kann nicht mehr warten. Damit also das Monan-Team nun hat reagieren müssen. 12 Runden noch zu fahren. Toni Kanaan als erster der beiden Zwillinge auf dem Weg zur Box zum Auftank. Das wird jetzt sehr schnell gehen. Reifen werden natürlich nicht gewechselt. Es geht nur darum, ein paar Literchen Methanol in den Tank zu füllen. Präzise vorfahren, damit keine Zeit verloren geht. Tankschlauch drauf. Sechs Mann dürfen arbeiten, vier an den Reifen, zwei beim Tanken. 6,3 Sekunden, aber eine Ausfahrt in der Boxengasse mit dem Geschwindigkeitstempolimit von 80 Meilen pro Stunde. Das kostet natürlich auch ordentlich Zeit. Und jetzt, eine Runde später, kommt auch Alex Zanardi rein. Bremst das sehr spät. 80 Meilen pro Stunde sind dringend einzuhalten, Manfred. Das wird mit Radarpistolen kontrolliert und da gibt es sofort einen Strafstopp und damit wird das Rennen endgültig verpfuscht. Ja, man muss sehr präzise sein bei den Pitstops. Das gilt für den Fahrer genauso wie für seine Mannschaft. Zanardi wieder raus in der Ausfahrtspur zurück auf die Rennbahn. Also Führung hat er verloren. In Führung nehme ich jetzt Kenny Breck bei noch 11 zu fahrenden Runden, aber Zanardi natürlich bemüht, jetzt möglichst schnell rauszufahren und hat die Kontrolle über das Auto verloren und ein riesen Unfall. Er ist aus der Ausfahrspur offenbar ins Gras gekommen, hat das Auto aus der Kontrolle verloren, ist dann, das ist das Schlimme, auf die Rennstrecke gekommen und da kam von hinten Alex Taliani, der gar keine Chance hatte, in irgendeiner Form zu reagieren. Ein ganz schwerer Unfall. Taliani hat Zanardi torpediert. Was war passiert? Alex Zanardi noch auf der Spur, auf der Nebenspur, die zurückführt auf die Rennstrecke. Dazwischen ist ein Grasstreifen hinüber zur Rennbahn. Zanardi natürlich, der keinerlei Zeit verlieren wollte nach in diesem Rennen, das für ihn so gut lief, hat wohl auf dieser Innenspur, die natürlich wenig Grip hat, dort wird er nicht schnell gefahren, zu viel Gas gegeben, zu viel Gas gegeben. Das Auto brach hinten nach rechts aus, er hat gegengelenkt, dann kam es mit einem Schlenker zurück und hat ihn ausgerechnet über das Gras in die Rennbahn katapultiert, wo natürlich ein Auto, das mit 350 kommt, überhaupt keine Chance hat zu reagieren. Es war Alex Taliani, der das Auto von Zanardi torpediert hat. Den sehen wir hier links am vorne links, das ist das Auto von Taliani. Hinten, wo schon die Rettungswagen stehen, dort liegt das Wrack von Alex Zanardi. Ja, bei diesen Geschwindigkeiten, wenn man so will, stehendes Hindernis und Einschlaggeschwindigkeit des zweiten Fahrzeugs, in diesem Fall des Autos von Taliani, 350, da ist klar, dass das nicht ohne schwere Verletzungen davon kommen wird, ist ganz klar. Die Autos sind ähnlich, Manfred, wie in der Formel 1, sehr sicher gebaut. Haben sogar noch ein bisschen mehr Knautschzonen, weil sie ja 200 Kilogramm schwerer sind. Sehr große Seitenpontons. Leider ist aber, wir sehen hier
den Schock im Gesicht eines der Honda-Ingenieure. Das Auto von Taliani ist auf Kniehöhe ins Chassis eingeprallt, also zwischen der Vorderradaufhängung und dem Beginn des Seitenportons. Alle hier im Eurospeedway sind sich bewusst, dass hier ein sehr schwerer Unfall passiert ist. Die Fahrer, die jetzt unter Gelb hier um die Bahn kreisen, die im Bereich der Unfallstelle durch die Pitlane gelenkt werden, die Zuschauer auf den Tribünen, jeder hat es gesehen, das war ein Extremunfall, ganz unglücklich verursacht, wie gesagt, durch einen kleinen Fahrfehler des Italieners, nicht mal auf der Rennbahn, sondern auf dieser Spur, die von der Pitlane hinausführt, wieder ins Rennen. Die professionellen Helfer, die aus Amerika hierher gebracht worden sind, die Rescue Crew von Kart, hat sofort die Arbeit aufgenommen, versucht Zanardi und auch Taliani aus dem Auto rauszubekommen. Klar ist, das Rennen wird nicht mehr aufgenommen werden können, geht unter Gelb zu Ende, Überholverbot, während die beiden verletzten Fahrer nun ins Unfallhospital der Klinik Berlin geflogen werden. Und wir haben gesprochen mit dem medizinischen Direktor von Kart, mit Dr. Steve Olvey. Come out of the medical center. Doctor, can you give us information relating to both drivers? Yeah, Gary, Alex Zanardi is extremely critical. He's had severe injuries to both of his lower extremities. Alex Zanardi, Manfred, wie befürchtet, sehr, sehr im kritischen Zustand, sehr schwer verletzt, vor allem im Beinbereich, in der Hüfte, hat allerdings selbstständig atmen können, hat auch mit den Helfershelfern, die ihm aus dem Auto geborgen haben, gesprochen. Er ist jetzt geflogen worden in die Unfallklinik in Berlin. Bei Alex Taliani sieht es besser aus, auch eher wach und bei Bewusstsein, hat ein bisschen Schmerzen im unteren Rückenbereich, aber da soll es wohl nichts Größeres sein. Also bei Taliani, der ist wohl einigermaßen okay. Bei ganz offensichtlich Alex Zanardi kann man das nun wirklich nicht sagen. Ein sehr, sehr schlimmer Unfall und insofern kein Jubel, Manfred, auch nicht beim Sieger, bei Kenny Bragg. Kenny Bragg, ein betretener Sieger dieses Rennens, und neben ihm sehen wir in den schwarzen Overall etwas halt zu sehen. Das ist Max Papp, ist der andere Italiener im Feld, ein enger Freund von Alex Zanardi. Sie sind geschockt. Sie wissen, hier ist etwas Schlimmes passiert. Also schön für uns, dass wir hier haben gewinnen können, aufgrund vor allem eines besseren Verbrauchs als offenbar die Konkurrenz. Aber schlimm natürlich die Geschehnisse in den USA vom Dienstag, und wir hoffen jetzt vor allem an unsere Fahrerkollegen. Wir hoffen, dass Alex Zanardi und Taliani nicht zu schlimm verletzt sind. Ja, nun eine Frage des amerikanischen Reporters an Kenny Bragg, die leichte Kollision mit Bruno Jonquera. Yeah, that was very close. Oh, ich hatte da ordentlich Glück, da war ich sehr, sehr nah dran, auch selbst einen Unfall zu haben. Der Typ hat mich offenbar nicht gesehen. Er hat einfach die Tür zugemacht, ist in mich reingefahren. Aber Gott sei Dank ist es eben bei mir gut gegangen. Everything is okay, so that's no problem. Get you right back in the championship hunt. I want to talk to your teammate as well, Max Pappas, who ends up in the second spot. Max, after the emotions of this week and now... Tja, natürlich riesige Emotionsberg- und Talbahn für alle Beteiligten. Max Pappas, sehr befreundet mit Alex Zanardi. Wir haben ein schönes Ergebnis für das Team Rahal hier erzielt, aber das wird im Grunde komplett überschattet von dem, was meinem Freund Alex passiert ist und was in Amerika passiert ist, in den USA mit dem Crash der Flugzeuge in den Twin Tower und in den Pentagon. Wir können jetzt eigentlich nur beten. Der Sport ist jetzt zur Nebensache geworden und wir müssen jetzt unsere Unterstützung den Leuten der USA zeigen, und ich werde jetzt auch für Alex wirklich beten. Ich hoffe, dass das alles gut geht. Thank you, Max. Tja, Manfred, einfach sonst eigentlich sehr emotionale Typen, sowohl Kenny Bragg wie Max Pappas. Der Schock stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Und das war auch verständlich, denn tatsächlich der Unfall von Alex Zanardi wird wohl das Ende seiner Karriere bedeuten. Ja, Alex Zanardi, ein Mann mit einer langen Rennkarriere, die in Europa und in der Formel 1 begann, die ihn dann nach Amerika führte, wo er seine mit Abstand größten Triumphe feierte. Wir sehen ihn hier als den Champ im Team Ganassi. Zweimal hat er die Champ-Car-Serie gewonnen. Er war der Liebling der Fans hier. Er ist wirklich eine herausragende Persönlichkeit in diesem Sport. Sieg hier in Elkhart Lake in seinem ersten Meisterschaftsjahr 97.
Alle Mechaniker, Manfred, liebten ihn, Chip Ganassi auch. Und er hatte einen tollen Ingenieur mit Monan, der später sein eigenes Team aufgemacht hat. Ja, und so das hat ihm, diese Handschrift hat ihn berühmt gemacht. So hat er seine Siege gefeiert. Die Zanardi Donuts waren die schönsten. Die Fans haben es geliebt. Sein Teamchef hat sie gehasst. Er sagt, das ist nicht gut fürs Auto. Alex hat sie eh immer gemacht. Und hier die Radierung eines bekannten, eines berühmten Meisters. So ist es. Laguna Seca, die Berg- und Talbahn in Kalifornien. Auch hier hat er natürlich legendäre Rennen gefahren, vor allem The Pass, das legendäre Überholmanöver in einem Rennen in der letzten Runde vorbei am führenden Brian Herter im Corkscrew. Auch das hat Geschichte gemacht. 5 Siege, 97 am Ende die Meisterschaft, 98 war es sogar noch besser. 7 Siege und der zweite Titel für sich und der dritte Titel für Chip Ganassi Racing. Er hat das Unmögliche möglich gemacht, hat aufgrund seines Selbstbewusstseins und seines Fahrkönnens Manöver gemacht, die nicht nur seine Crewmitglieder, seine Teammitglieder zum Jubel gebracht haben, auch die Fans hatten ihn ganz, ganz groß ins Herz geschlossen. Aber er hatte noch eine offene Rechnung mit der Formel 1. Hat ja einen sehr schweren Unfall gehabt in Spa in einem Lotus Formel 1 Anfang der 90er Jahre. Dort schwere Beinverletzungen. Dann hat er kein Cockpit in der Formel 1 mehr bekommen. Und so konnte er feiern, Manfred, der ist fast aus dem Auto rausgefallen auf der Ehrenrunde. Ein ganz populärer Sieger und das können wir heute sicherlich sagen, diese Karriere ist zu Ende. Er, da haben wir das. Da haben wir die Bilder, genau. Formel 1 Team mit Ralf Schumacher zusammen fuhr er bei Williams ein Jahr und das war eines der unglücklichsten Jahre seiner Karriere. Die menschlichen Qualitäten zeigen sich daran, dass sowohl Jimmy Vessa einer der besten Freunde geworden ist als Teamkollege bei Chip Ganassi in einem Rennteam. Zwei Fahrer, das muss nicht unbedingt in einer großen Freundschaft enden, meistens eben nicht. Und auch Ralf Schumacher, Manfred, hat, nachdem er die Nachrichten vom Unfall von Alex in Monza gehört hat, gesagt, Alex war der beste Teamkollege, den ich jemals gehabt habe. Und auch Ralf war richtig schockiert und hat dem Alex beste Genesungswünsche geschickt, hat auch gleich die Telefonnummer geholt und ist im ständigen Kontakt mit der Klinik in Berlin. Ja, ein großartiger Rennfahrer, ein wunderbarer Mensch, Alex Zanardi, den Sie wirklich alle mögen. Hier sehen wir ihn in Cleveland auf diesem weitläufigen Flugplatzkurs. Und da haben wir zum ersten Mal in diesem Jahr, im Jahr 2001, nach der Champ Car Rückkehr in die FedEx Car Championship, den alten Alex Zanardi gesehen. Da hat er wieder gekämpft, hier im Gespräch mit den Technikern. Auch die enge Kooperation zwischen ihm und Monan war ein ganz wichtiger Faktor seiner Erfolgszeit in den USA. Ja, und die aktuellen Nachrichten sind, dass er ganz offenbar also schwerste Beinverletzungen hat. Und es sieht danach aus, als hätten die Ärzte ganz offensichtlich beide Beine amputieren müssen. Sie werden im Verlauf der Nachrichtensendung auf Eurosport in den nächsten Tagen immer die medizinischen Updates aus Berlin kriegen über den Gesundheitszustand von Alex Zanardi. Vielleicht jetzt nochmal am Ende die Ergebnisse des Rennens auf dem Eurospeedway, die natürlich ein bisschen Nebensache geworden sind nach den Geschehnissen in der Schlussphase des Rennens. Kenny Brack gewinnt vor Max Pappis, Patrick Carpentier auf Platz 3, 4. Michael Andretti, Oriol Servia auf Platz 5, 6. Takagi, 7. Kanaan, 8. Gilles de Fern, 9. Scott Dixon, 10. Paul Tracy vor dem nächsten Rennen in Rockingham. Ein neuer Spitzenreiter in der Gesamtwertung mit dem heutigen Sieger, mit Kenny Brack.